Heute gibt es bei mir den Geheimtipp aus der Flora Fauna Collection 2021 für alle diejenigen von euch, die es gerne fruchtig, süß und sehr harmonisch mögen. Die Rede ist vom Mannochmoor 12 Jahre. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Wiesgelden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich beschäftige mich heute mit einer weiteren Abfüllung der Flora und Fauna Serie 2021. Insgesamt sind es 11 Abfüllungen und ich meine so 5 oder 6 habe ich hier auf dem Kanal schon für euch verkostet. Flora Fauna Collection, was ist das eigentlich? Ich verlinke euch hier oben ein Video, ich glaube zum Dayun, den ich mal im Rahmen der Serie verkostet habe. Da kriegt ihr nochmal weitere Infos, was es mit der Serie auf sich hat, wie die eigentlich entstanden ist, was man davon erwarten kann. Und jetzt nur in Kürze in dem Video Flora Fauna Serie 2021 von Diageo sind Abfüllung von Brennereien, die den Fokus auf die Blendindustrie gelegt haben und von denen es nur wenige bis gar keine offizielle Eigenabfüllung auf dem Markt gibt. Ja. Wenn, dann erscheinen die im Rahmen der Special Releases von Diageo oder aber hier im Rahmen der Flora und Fauna Collection 2021. Grundsätzlich hat jeder Whisky, der im Rahmen der Serie erscheint, immer irgendein Tier oder so eine Pflanze auf dem Label angedruckt, was man im Umfeld der Brennerei so eigentlich vorfindet. Hier beim Mannochmoor ist es der, man sieht es hier, der Specht. Ja. Scheinbar ist in der Nähe von der Brennerei, so verrät das Label, der Milbuis Woods, der reich mit Vögeln oder wo ein großes Vogelleben irgendwie stattfindet. Ja, und unter anderem der Woodpecker angesiedelt ist. Ja, insgesamt haben wir hier den Mannochmoor 12 Jahre heute am Start. Brennerei aus der Speyside. Eine ziemlich junge Brennerei, muss man ja sagen. 1971 von John Hake gegründet und damals schon mit richtig großen Kapazitäten geplant, weil man hat da letztendlich für den Hakes Blend produziert. Dann gab es irgendwann so ein bisschen die Whisky-Krise in den 80ern und dann wurde die Brennerei dort auch eigentlich schon geschlossen, weil die Kapazitäten einfach viel zu groß waren. Irgendwann wurde sie dann wieder eröffnet und als Fun Fact, die Brennerei Mannochmoor befindet sich auf dem gleichen Gelände, wo auch die Glenlossie-Brennerei angesiedelt ist. Und man teilt sich da das Produktionsteam, ja. So im Sommer ist wohl eher die Produktion bei Glenlossie am Start. Im Winter wird dann das gleiche Team für die Produktion von Mannochmoor Whisky eingesetzt. Fand ich ganz spannend, was ich dort bei der Recherche zu dem Whisky eigentlich gelesen habe. Mannochmoor ist wahrscheinlich eher eine Brennerei, die man nicht auf dem Schirm hat. Hatte ich tatsächlich auch nicht vorher, bevor ich den Whisky hier im Rahmen der Flora Fauna Collection mal verkostet habe. Und für mich ist das so ein richtig schöner, harmonischer, einfacher Whisky, den man ganz ohne große Gedanken ganz süffig trinken kann. Deswegen ist es auch so ein bisschen mein Geheimtipp der Flora Fauna Collection für all diejenigen, die tatsächlich so fruchtig, süßlich, floralen Whisky mögen. Was kann ich euch noch verraten? 12 Jahre abgefüllt mit 43 Volumenprozent und auch auf dem Label steht, dass der Single Malt Whisky der Brennerei ein Light Fruity Aroma and the Smooth Mellow Taste besitzt. Kann ich so unterschreiben, aber mehr dazu gibt es jetzt bei mir hier in der Verkostung. Viel Spaß! Ja, gehen wir rein in die Verkostung. Ich habe euch gerade bei der Vorstellung des Whiskys ganz vergessen, den Preis mitzuteilen. Also der liegt, glaube ich, bei einer UVP von 50 Euro. Hier und da sieht man den heutzutage aber auch schon für 45 Euro, finde ich. Und da kommen wir nachher nochmal zu einem sehr fairen Preis. So viel sei vorab gesagt. Mannochmoor, hatte ich auch vergessen nochmal zu sagen, hatte mal diesen Lochdu-Whisky, Black Whisky, so wurde der genannt, abgefüllt. Müsst ihr mal googeln tatsächlich. Das war ein ganz schwarzer, tiefschwarzer Whisky. Der hat auch damals wohl so ein bisschen die Gemüter erregt. War auch mit Farbstoff wohl.
Und das ist jetzt wohl auch ein begehrter Sammler-Whisky. Also er ist wirklich rabenschwarz, wenn ihr den Whisky seht. Und kostet jetzt, wenn man den noch in dem einen oder anderen Shop sich irgendwie mal zulegen will, 200 bis 300 Euro. Wenn ich so ein bisschen die Ratings und Reviews auf Whisky Base mir angucke, glaube ich aber, kauft man sich den nur, um ins Regal zu stellen, damit man richtig schwarzen Whisky irgendwie zu Hause hat, weil schmecken tut der wohl nicht. Ne? Der kommt da irgendwie mit 50 von 100 Punkten daher und alle sagen eigentlich schlechter geht es gar nicht. Ne? Also das ist natürlich schon wieder ein Anreiz, so ein Ding mal zu verkosten, aber 200, 300 Euro würde ich jetzt nicht irgendwie auf den Tisch legen. Nehmen wir den Mann auch mal 12 Jahre Flora Fauna Collection uns zur Brust. Wir gehen ins Nosing. Ja, also absolut fruchtig, floral, ne, wie ich schon erwähnt habe, der ist schön gelbfruchtig, so ein bisschen Früchtekompott, warmes Früchtekompott, Birne, Apfel, so ein bisschen mehliger Apfel. Leicht pfeffrig, leicht so eine erfrischende Zitrusnote habe ich noch dabei. Süßliche Komponenten ist so ein bisschen warmes, ich habe so ein bisschen Getreide, Haferflocken, passt ganz gut, so ein bisschen so ein Mix aus, wenn man sich so Müsli macht, ne, diese Früchte, eingekochten Früchte mit Haferflocken, Honig habe ich, Vanille, ein bisschen vielleicht Zuckerwatte könnte man auch sagen. Ich finde es sehr harmonisch. Und viel mehr Aromen errieche ich jetzt auch gar nicht beim ersten Mal. Mal gucken, wie das nachher so ist, wenn ich den Gaumen mal benetzt habe. Aber es reicht auch vollkommen aus. Also ich finde, der macht Spaß in der Nase, ist sehr straight. Spot liegt auf der Fruchtigkeit, auf den süßlichen Vanille-Haferflocken-Aromen, ein bisschen Honig. So ein bisschen frisches Holz im Hintergrund vielleicht noch. Oh ja, jetzt kommt deutlich mehr nochmal die Zitrusnote hervor. Die ist schon sehr, sehr erfrischend. So ein bisschen, ja, nicht chemisch, aber ja, ist so eine frisch ausgepresste Zitrone, könnte man sagen. So Zitronenbisee, wie heißt das denn? Bisee? Keine Ahnung. Hab's heute nicht so mit der Aussprache. Gut, Slange. Ich finde jetzt am Gaumen zu Beginn, finde ich, hat er eine herbe Eichenwürze, die mir erstmal nicht so gefällt, die aber auch schnell verfliegt und dann wirklich Platz macht für eine Menge Frucht. Also auch hier eingekochte Früchte mit Vanillesoße, ein bisschen Puderzucker als süßliche Komponente. Die Zitrusfrische, die ich im Nosing hatte, merke ich am Gaumen jetzt hier nicht. Ich finde, der ist sehr harmonisch. Sehr, sehr schmeichelnd tatsächlich. Hat ein schönes Mundgefühl. Muss noch mal einen zweiten Schluck nehmen. Mehr habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr in Erinnerung. Ich mache aber trotzdem jetzt noch mal, wo der Gaumen benetzt ist, ein Nosing. Und finde, jetzt ist diese Zitrusfrische, die ich doch zum Schluss gerade beim ersten Riechen zum Schluss wirklich wahrgenommen habe, tatsächlich weg. Und ich finde, jetzt macht er nochmal mehr auf für diese Zuckerwatte, für Honig. Eine leichte Malzigkeit habe ich jetzt. Überreife Birnen, zermatschte Birnen. Ja, Nase gefällt mir. Ich nehme noch mal ein zweites Schlückchen. Mhm.
Ja, beim zweiten Schluck ist jetzt diese herbe Eichennote, die ich am Anfang hatte, komplett verschwunden. Jetzt habe ich vielmehr diese fruchtigen Aromen. Ich bin weiter bei diesen, bei eingekochten Früchten, jetzt auch deutlich süßer. Mehr Honig, aber auch deutlich malziger als beim ersten Schluck. Also das harmoniert eigentlich wirklich sehr gut. Ne? Stellt euch irgendwie wirklich ein Müsli vor mit viel eingekochten oder so Smoothie-Früchten, ne? Die zerkleinert worden sind, so ein bisschen breiig sind, mit ein paar schönen Haferflocken, ein bisschen Honig oben drüber. So, und daran erinnert der mich halt total. Auch am Gaumen super harmonisch, hier brennt nichts, hier kratzt nichts. Es ist, muss man sagen, einfach gehalten, aber mir machen die Aromen im Mix viel Spaß. Ist ein Whisky, ist und für mich wirklich ein Easy Sipper, den ich auch jeden Einsteiger empfehlen würde. Für den Preis von 45 Euro kann man hier echt nichts falsch machen, meines Erachtens. Finde ich auch einen schönen Sommerwhisky. Ja, weitere Aromen auch jetzt beim dritten Riechen kriege ich jetzt nicht mehr. Ich gucke mir nochmal den Nachklang an. Nochmal deutlich mehr Honig jetzt beim dritten Mal verkosten. Nachklang, nix Herbes, super smooth. Vanille, so ein leichtes, frisches Eichenholz, aber gar nicht herb, ja, sondern eher so ein süßliches Holz. Ein bisschen Cappuccino. Bisschen wieder diese Früchte, leicht florale Töne. Also zieht sich wie ein roter Faden durch, kann man sagen. Wer jetzt was Komplexes sucht, der ist hier mit falsch beraten. Wer was Einfaches, schön fruchtig, süßlich, florales, sehr harmonischen Whisky sucht, den kann ich den hier wirklich nur für 45 Euro oder 50 Euro UVP empfehlen. Mein Fazit, Manochmore, 12 Jahre, mit dem Woodpecker auf dem Label, in der Nase, immer bis 5 Punkte. Der eine oder andere kennt das ja schon. Ja. Oh ja, jetzt nochmal hier so ein bisschen Puder, Zucker, Zuckerwatte. Ist schon nicht schlecht. Also da gebe ich dem tatsächlich 3,5 Punkte am Gaumen. Erster Schluck war so ein bisschen herb, hat sich super schnell gelegt. Beim zweiten, dritten Schluck war das gar kein Thema mehr. Hm. 3,25 Nachklang, bin ich wieder bei 3,5, haben wir 10,25 Punkte, Kategorie guter Whisky, Verkostung empfohlen, Manochmore 12 Jahre, hat man sicherlich nicht allzu häufig im Glas, von daher probiert den ruhig mal, geht auch in meine Flaschenteilung, schöner Alltagswhisky kann man letztendlich sagen, für einen vernünftigen Preis. Ja, ich hoffe, euch hat der Review heute mal wieder gefallen. Bin auf Kommentare gespannt und wer mich noch nicht abonniert hat, holt das gerne nach. Ich freue mich natürlich über jedes Abo und wünsche euch noch was. Bis dahin, euer Tim. Tschüss.